Hi, gute Leute, willkommen zurück im LS 19 auf der Geiselsbash am Freitag. Ne? Heute dreimal am Start. Genau. Lass uns gleich mal loslegen. Gell? Der hat ja unser Gras gewendet, dass wir ein bisschen Heu haben. Heu hatten wir so gut wie gar nichts mehr. Dann fahren wir gerade wieder zurück. Ich habe zwischendurch ein bisschen aufgeräumt, nichts gearbeitet oder so. Ich habe nur aufgeräumt. Ich habe mal die. Ja, die meisten Geräte und Traktoren mal sauber gemacht, habe sie mal richtig anständig irgendwo hingestellt. Die meisten war schon gar nicht mehr, wo sie stehen. Ja, hier habe ich zum Beispiel den Fliegelanhänger reingestellt und den kleinen Strautmann Autoloader, dass das mal ein bisschen weg ist. Und habe vor allen Dingen eins gemacht, ganz wichtig. Ich habe mal die Ballen sortiert und ein bisschen hingesetzt anständig. Ne? Und drin sieht man es, fahren wir gleich mal hin oder laufen wir gleich mal hin. So, der kommt in die. In den Unterstand. Genau. Oh, du musst mal wieder aufräumen. Das sieht ganz schön wüst aus drin. Mal mit dem Frontlader durchfahren. So, dele. Ballen, Silageballen. Habe ich Silageballen noch? Ja, Silage brauche ich gar nicht. Ich brauche hier gar keine Ballen. Ich fand ja jede Menge loses Zeugs. So, dann brauchen wir unseren Waldra. Den habe ich sauber gemacht. Den finde ich schön, oder? Oh. Deutschgrün. So. Der Waldra muss mit, weil der darf jetzt Schawaden. Futtermischwagen steht hier. Alles gut. Da kommen wir nicht um die Kurve, da fahren wir außen rum. Ja, wir müssen langsam in die Pütte kommen, was die Kartoffeln angeht. Ne? Wir müssen mal endlich anfangen, dass wir da mal ein paar waschen können und verkaufen können, dass wir ein bisschen Geld kriegen. 21.000 da oben, das ist jetzt nackig die Welt. So. Ist ja klar, wer es macht, ne? Ich nicht. So. Unten links ist das. Ne, unten rechts. Viel Spaß. So. Da warten wir ab, bis die Palette alle da sind. Na, drei. Zumindest bis die dritte voll ist, weil drei gehen drauf. Das dauert noch ein Momentchen. Hier, der steht halt hier drin, der kleine Maxum nebendran. Aber den brauche ich jetzt bitte, weil ich glaube, die 56 müssen wir jetzt mal grubbern, so langsam aber sicher. Jupp, das ist nur. Nein, ist gegrubbert. Echt? Das ist gegrubbert, sieht aber komisch aus. Oder, nein, ich habe. Hier habe ich drauf. Also die 56 ist gegrubbert. Hier ist schon angesehen, was ist da drauf? Das ist Raps und das sind Kartoffeln, logischerweise. Dann wäre ich auf der 56 für Sojaböhnchen wieder einmal. Ne? Genau, das kann der aber machen. Wo habe ich denn meine Gewichte hingestellt? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Sämaschine packt der auch ohne Frontgewicht. Ja, ich hab da ein bisschen was sortiert halt hier, ne? Frostmulcher und Spritze, Gruppe und so weiter und so fort, alles dahingestellt. Durch das Tor hier hin muss ich sowieso so gut wie gar nicht, also überhaupt gar nicht, also fast nie, also, ne? Deswegen kann man hier ruhig was davor stellen. Oh, tatsächlich sind ja schon Sojabohnen eingestellt, oh.
Schönes Wetter heute und so nette Leute. Wo ist der erste Punkt zum Einsehen hier auf der 56? Sehen 12 Meter. Wie sieht der aus? Ist der schon? Ja. Ist schon mit Inselumfahrung. Der erste Punkt ist da vorne. Da kann ich ihn direkt hinschicken. Du schaffst das. So, was haben wir noch? Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Den. Ah ja, genau. Das wollte ich euch mal zeigen. Also hier ist nicht ganz die Endlösung, ja. Die Schlusslösung. Passt zwar alles rein, aber wenn ich jetzt mit dem rausfahren wollte, würde ich hier drüber fahren. Ist ein bisschen doof. So, mal gucken. Und vor allen Dingen komme ich hier schlecht an die Heuballen. Also hier ist Heu, ne, gestapelt. Und hier habe ich mal versucht, die Grasballen halbwegs vernünftig hinzusetzen. Also Gras haben wir echt genug jetzt. Genau. Da hängt irgendwo einer fest. Oder fährt da einer? Ne, der hängt fest, hundertprozentig. Genau. Wo hängt der? Ernsthaft jetzt, oder was? Du bist witzig. Ah ja. So ist es. So ist es halt mal. So, den wollte ich mal. Silage ist mal voll. Ich würde gerade mal gucken, ob wir Silage. ne, warte mal, nochmal folgendes. Folgendes. Nehmen wir den Frontlader mit. Moment, ich fahre jetzt erstmal das zur Seite. Ich habe nämlich auch probiert, eine Rampe zu platzieren auf der an der BGA. Das hat nicht funktioniert. Wo ich jetzt sah, der Puma müsste nur repariert werden. Sowieso abhängen, der Frontlader dran machen, fahren wir gerade schnell zu einer, ja, in Anführungszeichen Werkstatt und reparieren den mal. Reparieren. Jawohl. Tausender wieder weg. Mein lieber Freund. Ich habe aber eine Idee. Ich wollte jetzt gerade mit dem Frontlader hochfahren zur BGA. Das dauert ja 100 Jahre. Vielleicht fahren wir da einfach mit Maxum ein zweites Förderband hin. Das wäre eine Option. Ja, da habe ich doch von der BGA, Hof zur BGA habe ich einen Kurs, glaube ich. Baywa meine ich, ja. Baywa. Hof zur Baywa. Zack. Da habe ich doch von wieso zwei kombinierte Kurse. Ein Hof zur Baywa und habe ich jetzt von der Baywa auch einen zum BGA, also der BGA Kurs, das bin ich. Baywa Hof, Baywa BGA Geiselsberg, siehst du mal. Das könnte sogar funktionieren, Leute. Das könnte was werden. So, dann musst du hier mal weiter deaktivieren. Aktiviert so. Der fährt hoch, mir. Ah, sehr schön. Wunderbar, oder? Guck da mal hier. Junge, wir könnten auch mit dem eigentlich ein Förderband holen. Why not? Das müsste doch bestimmt gehen, oder?
bevor hier noch weiter dumm rumsteht, könnten wir auch mit dem mal auffahren zum Händler. Vor allen Dingen geht es ein bisschen schneller. Die Spiegel habe ich übrigens schwarz tönen lassen, ne? Dass mir der nachfolgende Verkehr nicht auf der Beutel geht. Hoppala. Ich wollte eigentlich den tauschen. Vielleicht gegen den Unimog. Ich habe jetzt zwei verschiedene Unimogs. Sagt man da? Unimugge? Zwei verschiedene Unimogs in den Mod-Ordner drin. Schon länger. Und habe noch keine Karte gefunden oder keinen Anlass gefunden, so einen zu holen. Aber bei dem Kontostand da oben brauchst du gar nicht dran denken, dass man sich sowas kauft, gell? So, langsam bitte. So wird mir schlecht. Da muss ich sparen, gell? Sparen muss er. So. Wenn wir jetzt viel Glück haben, dann passt das Förderband sowieso nicht an die Anhängerkupplung hier dran. Wenn man so lenkt, ne, sieht das ein bisschen so aus, wie, ich weiß nicht, wer das kennt, also mein Auto hat, kann das, der hat es selbst einparken, ne. Das sieht so aus wie jetzt hier, ne, lenkt als Lenkrad von allein, das ist schon, brutal. Braucht keine Sau, aber es war halt drin, ne. So, was wollte ich denn? Da. Da ist doch auch ein Auto, oder ist es durchgemotto? Ah, wie geil. So, jetzt bin ich mal gespannt, ich glaube nicht, dass ich das anhängen kann. Da müsste ich nämlich... Oh, ach, das kann ich nur mieten. Das kann ich nur mieten. 38.000, das ist ja schlimm. Das hat der toll gemacht. Die Spiegel gehen nicht und hin raus sehe ich nichts. Ah, das ist der Grütze. Also von der Leistung her packt es der Range Rover hier, aber... Ich glaube nicht, dass die Anhängerkupplung passt. Das kann eigentlich nicht passen. Siehst du? War fast gedacht. War fast gedacht, ja. Jetzt muss ich ihn heimschicken, bitte. Ich muss den Maximum hochschicken. Das ist ärgerlich. Egal. Dann fährst du halt vom Händler zum Hof, aber nicht so schnell. Kann ich mit leben. Der macht seine Arbeit in der Bar bis jetzt. Sehr schön. Da ist er. Den müssen wir jetzt zum Händler hochfahren. Tja, ich halte. Wobei das Problem jetzt sein wird. Nehmen wir ein bisschen so rumfahren, sonst treffen die sich. Wir spulen mal ein bisschen vorher, oder? Lass mal ein bisschen da. Kartoffeln und Raps ernten können. Irgendwann. Ich will scharf auf gewaschene Kartoffeln und auch Pommes. Das funktioniert, es läuft. Ich bin gespannt, was da nachher an Kartoffeln, an Geld reinkommt für die Kartoffeln, für die gewaschenen. Weil ich habe jetzt im Menü, ist jetzt nicht so brutal viel Geld, was da mehr gibt. Mal gucken, dann lieber dann in die Pommes-Richtung gehen. Dahinter fährt übrigens ein Range Rover, ein schwarzer. Ganz dahinter, vor den Bäumen. Ui! Jetzt kann man besser sehen. Jetzt fährt er an der Birke vorbei, so siehst du. Fällt vernünftig, ne? So gehört sich das. Nicht wie ich.
der Silagefahrer lässt sich auch Zeit, ne? Ich habe keine Ahnung, was der Tempomat an eingestellt hat. Vielleicht fährt er nur mit 5 km/h. Wobei der Berg hoch, der wird sich ganz schön ziehen, ne? Der hat ja schon ein Problem gehabt, aus dem Hof rauszukommen. Mal abwarten. Das werden wir allerdings in der zweiten Folge nachher sehen. So, dann fahren wir das jetzt hoch zur BGA, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und ob es funktioniert, das sehen wir dann nachher um 14 Uhr zur zweiten Folge auf der Geiselsberg. Ja, war jetzt mehr Fahrerei jetzt wie sonst was, aber genau, muss zwischendurch auch mal sein. Wir sind hier am Schwaden, wir sind am Silage hochfahren, wir sind am Geld verdienen, früher oder später. Also, sehen wir uns nachher, 14 Uhr, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, macht's gut. Achso, Däumchen könnt ihr da lassen. Also, Dankeschön, bis dahin. Tschüssi.